Matthias Maurer will zum Mond. 50 Jahre nach der ersten Mondlandung eines Menschen macht sich der Astronaut fertig, um einer der Nächsten auf dem Mond zu sein. Und sogar vielleicht der erste Europäer. Jahrzehnte ist niemand mehr auf dem Erdtrabanten gelandet. Nun ist ein neuer Wettlauf entbrannt. Und Matthias Maurer macht mit. Okay. Okay, stay bon. Ja. Looks good. Das hier ist noch nicht der Mond, sondern die staubige, steinige Vulkanlandschaft der spanischen Insel Lanzarote. So we are now here at the location where we have some basic outcrop, like from the original lava field below. Grey dark black, which is more the Matthias Maurer und der französische Astronautentrainer Hervé Stévenin üben hier für die nächste Mondlandung. Sie testen spezielle Mondwerkzeuge und sammeln Lavagestein. Denn auf dem Mond gibt es ganz ähnliche Steine. Und wenn er auf dem Mond landet, wird Maurer, der studierte Ingenieur, sie allein erkennen müssen. Ja, looks good. Perfect. Nice. That's the beautiful one. Okay, den habe ich gesucht. Wenn ich jetzt über den Mond laufe, dann liegen natürlich sehr viele Steine darum. Also überall um uns herum liegen ja massenhaft Steine. Aber warum soll ich den hier mitbringen und warum nicht die anderen, die um mich herum liegen? Das ist Teil des Trainings. Ja. Also den da habe ich vor 2 Tagen drüben aus dem Vulkan rausgebracht. Das ist Olivin. Und Olivin ist ein Mineral, was sehr tief aus dem Boden kommt. Es kommt aus der Nähe des Erdmantels. Und die Geologen, die sind ganz scharf darauf, so einen ähnlichen Fund auf dem Mond zu machen, weil anhand von solchen Proben können sie sehr viel über den Aufbau des Mondes dann aussagen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass ich einen ähnlichen tollen Stein oder eine ähnlich tolle Probe auf der Mondoberfläche einmal finden werde. So, Miss Bai, just send you a QR. 5 Minuten Fußmarsch entfernt funkt das Kontrollzentrum aus seinen Zelten. Das Team übt, wie sie mit ihren Astronauten auf dem Mond kommunizieren können. Im blauen Zelt das Wissenschaftsteam, nebenan Ground Control. Die Journalisten warten schon. Noch sind es fast nur lokale Medien und die sind alle nur an Matthias Maurer interessiert, dem Astronauten. Auf Twitter schreibt er, das Leben ist nicht immer fair. Meine Freunde haben die ganze Arbeit gemacht und ich allein bekomme die Aufmerksamkeit. Nach dem Rummel wieder rein in die einsame Mondlandschaft. Wenn ich jetzt hier auf der Oberfläche von Lanzarote rumlaufe und dann fühle ich mich auch so ein bisschen wie auf dem Mond und das kribbelt dann so in den Fingern und eigentlich möchte man auch direkt zum Mond los, aber ich erkenne ja hier an der Technologie, die wir dabei haben, dass es noch ein langer Weg ist, wir müssen noch viel lernen, noch viel verbessern. 49 Jahre alt ist Maurer, geboren ein Jahr nach der ersten Mondlandung. Die Schaufeln, die sie verwenden, sind zum Teil noch von den Apollo-Missionen. Die beiden testen sie hier, um sie dann weiterzuentwickeln. Seit Jahrzehnten haben Astronauten nicht mehr für den Mond geübt. Er war aus der Mode gekommen. Doch nun ist das Interesse an ihm wieder erwacht, und zwar weltweit. Das Astronautentrainingszentrum in Köln. Hier bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA ist Maurers Bodenstation. Wir haben jetzt so einen neuen Wettlauf zum Mond. Jetzt nicht mehr zwischen der Sowjetunion und den USA, wie damals vor 50 Jahren, sondern ist jetzt mehr ein wirtschaftlicher Wettlauf. Es geht darum, als Erster zum Mond zu fliegen, als Erster sozusagen eine Vormachtstellung im Weltraum sich zu erarbeiten, weil die Nationen erkannt haben, dass man im Weltraum auch wirklich einen wirtschaftlichen Nutzen gewinnen und erzeugen kann. Und der Erste, der dort oben ist, der prägt natürlich auch die Regeln, der gibt vor, wie die Spielbedingungen sind. Und die USA versuchen das natürlich an sich zu reißen. China kämpft dagegen, möchte auch bis 2030 auf dem Mond landen, eine eigene Station aufbauen. China treibt gerade entschlossen seine Raumfahrt voran. Deswegen lernt Matthias Maurer neben Russisch als einer der ersten Astronauten auch Chinesisch.
Er will mit den chinesischen Raumfahrern zusammenarbeiten und vielleicht einmal auf deren geplante Raumstation fliegen. Neben dem Mond sein zweites Ziel. Aus Plastik kann man schöne Sachen machen. Das ist was. Das ist natürlich diese drei haben. Ja, das ist die chinesische Mentalität. Yongsu Liao, Kei zu Hen Du. Vor 2 Jahren war Matthias Maurer schon einmal in China zum gemeinsamen Training. Und zwar nur auf Chinesisch. Und auf Chinesisch ist Mond und Mond nicht gleich. Ich habe anfangs immer Yueliang, habe ich immer gedacht. Ich habe immer gesagt, ich möchte zum Yueliang fliegen. Was heißt Yueqiu? Yueqiu, also, wenn ich den Mond sehe, dann heißt es Yueliang. Der Mond, der Mondschein ist schön. Aber wenn ich sage, ich möchte dorthin fliegen, dann muss ich sagen Yueqiu. Okay. Aha. Okay. Nur 75 Kilo Körpergewicht werden in der chinesischen Raumkapsel erlaubt sein. Daher weiter im Tagesplan Weltraumfitness. Das ist eine typische Übung, die man braucht für einen Weltraum. Weil ein Weltraumanzug ist der Anzug so eng anliegend, dass man nur mit den Armen eigentlich alles erledigen kann. Und es ist eine große Gefahr, dass man sich die Schultermuskeln verletzt. Und deswegen machen wir spezielle Sportübungen dafür, um die feinen, kleinen Muskeln, also nicht die großen, die ich jetzt auch nicht habe, aber die ganz kleinen, feinen innen drin, dass man die halt stärkt. Und das ist das, was man beim EVA-Training sehr oft braucht. Hat Greifen, man hat innen so einen Innendruck von 0,4 Bar. Und deswegen ist die ganze Zeit, wenn ich die Hände bewege, ist das eine Anstrengung, als wenn ich so einen Tennisball quetschen müsste. Und das üben wir, indem wir einfach schwere Gewichte nehmen und dann einfach rumlaufen. Den Farm Walk. Das hier sind allerdings noch keine speziellen Mond-Fitnessübungen. Die müssen erst noch entwickelt werden. Das Training ist für die internationale Raumstation ISS entworfen. Und dahin wird Matthias Maurer ziemlich sicher bald fliegen. Aber der Mond wäre schon das höchste aller Ziele. Nächster Punkt auf dem Astronautentagesplan: Training in virtueller Mondrealität. Hier probt Maurer, wie er die ganze Technik auf dem Mond einmal steuern könnte. Und natürlich bietet ein virtueller Mond auch Inspiration für andere Experimente. And then I pick that one up. And you see how strong I am? I will throw it towards the Earth. Leah, just catch that one. Oh, I was missing one. Actually, it might get dangerous. Bei einem so vollen Programm, was sind die größten Schwierigkeiten im Astronautenleben? Da gibt es keine. Also ich habe jetzt keine Entbehrungen, sondern ich genieße das so richtig. Jeder Tag ist für mich anders. Es sind intensive, lange Tage. Ich habe mehr Arbeitsstunden als jetzt so eine 40-Stunden-Durchschnittswoche. Aber das gefällt mir und ich habe auch das Recht zu sagen, es wird mir zu viel, ich möchte weniger machen. Aber mir gefällt es. Es ist ein super interessanter Job. Ich liebe darüber zu berichten, zu erzählen, den Leuten dann auch mitzuteilen, wie ich trainiere, wie wir die Zukunft vorbereiten, was in Zukunft kommen wird und auch die Leute zu begeistern, sagen, okay, da müssen wir mitmachen, weil es ist ganz wichtig, was wir jetzt angehen. In den nächsten 10 Jahren entscheidet sich, wie es im Weltraum weitergehen wird und wer sozusagen dann auch die Vormachtstellung haben wird. Und das sollten wir als Europäer unbedingt dabei sein. Dafür fliegt Maurer viel durch die Gegend. Training in China oder Norwegen, PR in Spanien oder heute in Berlin. Aber da steigt er in den Bus statt in ein Taxi. Ich denke, die CO2-Bilanz von einem Astronauten ist eh schon schlecht genug. Heute Abend hat Maurer dann doch ein paar freie Minuten. Zumindest fast. Er trifft sich mit Didier Schmidt, einem ESA-Kollegen.
Also einmal Macadamia und einmal dieses Blaubeerschmand. Genau. Super, vielen Dank. Was ist deine Lieblingssorte? Kokosnuss. Und die gibt es heute nicht. Ja. Aber hier ist ein Blaubeereis. Und Blaubeeren sind angeblich gut für die Augen. Deswegen essen die russischen Kosmonauten sehr oft Blaubeeren oben auf der Station. Ja, deswegen, das kann nicht schaden. Viel Vitamin A. Wie sieht es denn aus mit unserem ESA-Council im November? Es ändert sich viel natürlich, ne? Weil ja die Amerikaner jetzt nicht mehr in 28 fliegen wollen, aber 24. Ja. Aber es geht gut voran. Super. Ja. Müssen wir mal gucken, was die Deutschen mitmachen. Ne? Hoffentlich, hoffentlich. Mitmachen bei den ambitionierten Plänen der USA. Schon im Jahr 2024 wollen sie Menschen auf den Mond schicken. Europa soll mitziehen. Hier in einem Berliner Planetarium treffen sich Politiker und Industrielle. Und Maurer macht Lobbyarbeit für einen Besuch auf dem Mond. Und er ist vielleicht dabei, der ESA-Astronaut Matthias Maurer. Es ist ganz toll, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Ich möchte von Ihnen allen gerne einen Satz hören. Ich freue mich auf die Rückkehr zum Mond, weil... Weil es ein unglaubliches Abenteuer wird und es wird nicht nur ein Abenteuer für die Astronauten, sondern mit der richtigen Technologie können wir die ganzen Menschen mitnehmen. Mittels 3D-virtueller Technologie, jeder, der so eine Brille aufsetzen kann, der kann dann mit uns zusammen über den Mond gehen, den Mond erkunden. Hier sind sich alle einig, sie wollen wieder zum Mond. Aber wie groß sind Maurers Chancen auf eine Mondlandung? Wir sind momentan 7 aktive Astronauten im Europäischen Astronautenkorps. Von daher könnte man sagen, die Chance wäre 1/7. Ich möchte mich aber gar nicht so festlegen, weil ich finde es fast schon zu vermessen zu sagen, so und so viel Prozent sehe ich als meine Chance an. Also ich glaube, das muss man sich noch erarbeiten. Ich muss die nächsten paar Jahre richtig was dafür leisten, um wirklich dann auch ja, in diesem Pool zu sein, den man auswählen möchte. Und viel hängt von der Politik ab. Im November wird der Ministerrat der ESA entscheiden, ob er Geld in die Mondfahrt pumpt und sich dem neuen Wettlauf hingibt. Bis dahin träumt Matthias Maurer von seiner Reise zum Mond.